ergibt alles keinen Sinn. Da und... Also so kann ich die auf jeden Fall nicht besiegen, weil das dauert... Das dauert eine geschätzte Ewigkeit. Was soll ich denn tun? Hä? Was zum Teufel? Was habe ich jetzt bitte getan? Jetzt habe ich irgendwas richtig gemacht. Na toll, jetzt habe ich keine Potion, kein Äther mehr. Warte, jetzt muss ich die Aale angreifen, damit ich Magie kriege. Damit sich die Magie auflädt. Muss ich da einfach nur genug Magie draufschießen oder war das jetzt mit dem Gravitas ein Glücksgriff? Mal eine Magie auf jeden Fall noch, weil ich mir noch selber Heilung aufbrauche. So. Das probieren wir jetzt nochmal. Das üben wir jetzt nochmal schön. Eis. War jetzt komplette Verschwendung. Ist auch immer schön, wenn man eine Magie komplett verschwendet. Wenn man die gerade dringend braucht. Komm schon. Lad dich auf! Leider lädt sich das nicht automatisch auf. Ist im zweiten Teil auch besser gelöst. So, nebenbei. So. Feuer. Hä? Was habe ich? Alter, was ist denn das? Ja, jetzt bin ich erledigt. Versteh's nicht. Bräuchte ich hier echt einen Tipp? Was muss ich gegen den Brunnen tun? Ich meine, ich kann auf den einschießen wie ein Wilder. Aber ob das jetzt gerade der Sinn davon ist? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es darum geht bei dem Bosskampf. Dass ich da wie wild mit Magie drauf schieße. So. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Anscheinend muss ich wirklich nur wie wild drauf einschießen. Damit das irgendeine Wirkung zeigt. Dann muss ich jetzt auch wie wild auf die einschlagen, damit sich das auch lohnt. Boah, ich mach dir ja fast gar keinen Schaden. Das ist ja traurig. Meine Magie brauche ich immer, um hier einfach mal mich zu heilen. Dann sind die alle da, um mich zu nerven und meine Magie aufladen zu lassen. Ja, das hat jetzt eh keinen Sinn mehr. Ich kann mich ja nicht mal heilen hier. Hä? Also... Irgendwie verstehe ich das Ganze noch nicht so ganz. Das dauert ja dann ewig jedes Mal. Und dann muss ich jedes Mal voll aufladen, bis ich genug Magie habe. Damit ich dann einmal angreifen kann. Komm, Aal. Komm her. Also irgendwie glaube ich, mache ich noch was falsch. Der war doch nie so blöd, der Endkampf. Hier. Ach schau, da kommt ein Feuerball raus. Hä?
Hä? Wieso greift das mich an? Alter! Das ergibt doch alles keinen Sinn hier. Und der macht mich komplett fertig hier. Ich habe ja keine Chance. Null Chance habe ich hier. Also irgendwas mache ich hier noch grundlegend falsch. Auf jeden Fall. Und ich habe gerade den Brunnen anvisiert und schlag den Aal. Dreh du dich mal, du Kampfkreisel. Alter. Jetzt rede ich wieder zu viel für meinen Hals. Und jetzt auf einmal... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe die Logik hinter dem Ganzen nicht. Wie auch immer, einfach ausnutzen und draufschlagen. Also bei den Aalen lohnt sich das mehr. Der lädt sich mehr auf. Von der Magieleiste. Okay, dann lade ich jetzt einfach meine Magieleiste auf und versuche dann mit so viel Magie wie möglich da reinzuschießen. Oder was? Irgendwas mache ich falsch. Aber wenn es hinhaut, ist mir das egal. Das lädt sich aber wirklich ziemlich gut auf mit den Aalen. Muss man jetzt mal so sagen. Nein! Nicht da reinschwimmen. Weil das nämlich ordentlich Schaden macht. Boah, ja, und ich treffe hier nicht. Ich hasse es unter Wasser. Hasse es abgrundtief. So, ich bin jetzt einfach mal so frei und setze eine Portion ein. Ist das jetzt die falsche Magie oder was? Hä? Bitte erklärt mir das einer. Was hier die Lektion von dem Ganzen sein soll. Setze deine Magie wahllos auf einen Brunnen ein. Oder auf einen Kessel, wie die das hier nennen. Damit irgendwas Sinnloses passiert. Ist das die Lektion? Komisch. Bin ich froh, wenn ich den Kampf jetzt hinter mir habe. Boah, und die heilt die auch jedes Mal, sobald ich die erledigt habe, oder? Warte mal. Lade ich eben voll auf. Aber nur, weil ihr mich nervt. Macht das nur wegen euch. So. Bin wieder voll bei Kräften. So, jetzt wirft hier was rein. Magie. Eis. Magie. Eis. Magie. Ah, wenn ich... Nein! Ach, komm schon. Da muss doch irgendeinen Trick geben. Das kann's doch nicht so sein. Ist doch ein schlechter Scherz. Ich kann doch so keinen Kampf machen. Das ist ja nicht normal. Grummel, grummel, grummel. Ich kann mir nur vorstellen, dass man die richtige Magie einsetzen muss, aber... Das dann vielleicht... Keine Ahnung, Feuerball rauskommt, wenn es die falsche Magie ist. Aber das passt ja alles nicht irgendwie. Das passt alles nicht zusammen. Weil das eine Mal funktioniert es dann auf einmal. Und ich wüsste fast, dass wir Zauber sein sollen.
wie man hier noch einsetzen soll. Komm, gib mir Magie. Gib mir Magie. Der Brunnen wird immer stärker. Im Gegensatz zu mir. Kommt mir irgendwie so vor. Macht immer fiesere Angriffe. So, zweiter Aal. Das ist der Riesen-Oktopus. Au! Cool ist immer, dass die so viel Schaden machen, dass ich es gar nicht alarmieren höre, bevor ich sterbe. Toll! Gefällt mir, dass du so einen Spaß hast. Und gefällt mir, dass du hier in mein Ding reinschwimmst. Ich komme hier gerade irgendwie nicht klar. Ja, einfach sinnlos reinschießen. Mir fällt kein anderer Grund hier ein, wieso das dann auf einmal funktioniert und das andere Mal nicht. Das heißt, einfach jedes Mal die Magie voll aufladen. Dann Feuerbälle reinschießen, bis ich keine Magie mehr habe. Eieiei. Oh. Der verdammte Kreisel da. Der macht so einen Riesenschaden. Aber die Kleinen hier auch. Das Schlimmste ist ja, dass man sich dann heilen muss und das kostet einen ganzen Magiebalken. Das ist das Bittere. Ah, toll. Ich dachte schon, er hat sie wieder ausgelöst. Weil sie dreht sich eigentlich auch nur, wenn man sie anschlägt. Komm, komm. Komm, komm, komm. Gib mir Magie. Wenn man lange genug durchhält, dann heilen ein wenigstens die Kollegen. Das ist auch was. So. So, und jetzt? Ja. Gibt keine andere Taktik. So. Und jetzt reinschlagen, wie ich es vorher noch nie getan habe, damit ich so viel Schaden wie möglich mache. Wenn ich es jetzt bis zur Hälfte schaffe, dann könnte ich es beim nächsten Mal vielleicht fertig schaffen. Nein, lass sie in Ruhe. Jetzt haben die sie ausgelöst. Meine sogenannten Freunde. Ich kann sie nicht mehr als Freunde bezeichnen. Sie haben mir gerade nicht gerade geholfen. Kann ich mal den Aal angreifen? Ist der nervig. Komm. Ich will den Aal angreifen. Bitte? Danke? Sag euch nicht bitte danke. Das muss doch reichen. Also, aber mit dem Feuerball geht's dann, wenn die Taktik soweit stimmt, geht's mit dem Feuerball eh ziemlich gut. Einfach drauf schießen und aufs Beste hoffen. Komm. Wenn ich mal treffen würde, ich hasse das so sehr, unter Wasser zu kämpfen. Komm. Ich hab gewonnen. Cool. Hat ja nicht ewig gedauert oder so. Falls, glaube ich, ein ganzer Bart nur der sinnlose Kampf hier. Gehen wir. Wir müssen den Dreizack zurückholen. Gruppenability Nixenfloss erhalten. Um gegen die Strömung zu schwimmen, musst du das hier anlegen und Kreis mehrmals hintereinander drücken. Ah, okay, warte mal. Das war das, was ich, wo ich vorher dachte, dass wir brauchen, um hierher zu kommen. Jetzt können wir nämlich ganz flink schwimmen. Damit kommen wir sogar gegen die Strömung an. Gleich mal ausprobieren. Wir haben einen neuen Trick gelernt.
Frage ist, wie komme ich am schnellsten wieder zurück? Ist irgendwo eine Abkürzung oder geht denn der andere Weg hin? Hä? Ach, da ist eine Muschel. Da ist ein Speicherpunkt. Cool. Dann speichere ich hier nämlich mal. Und zwar auf beiden Plätzen, weil ich glaube jetzt, der lange Kampf war jetzt erstmal genug für euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es hoffentlich wieder in einem besseren Tempo vorangeht. Und meine Stimme hoffentlich wieder besser ist. Bis dann, Leute. Ciao.